Über 200 Schüler werden hier an der Jungbusch-Schule in Mannheim jeden Tag unterrichtet. Nahezu alle haben Migrationshintergrund und sprechen eine andere Muttersprache. Das Problem? Vor allem die Eltern der Schüler können sich aufgrund der Sprachbarriere kaum am Schulalltag beteiligen. Deshalb gibt es jetzt interkulturelle Sprachmittler wie Nicolina Doeva. Sie hilft den Eltern, den Schulalltag zu verstehen, ist die Brücke zwischen Schule und Elternhaus. Ein Sprachmittler an der Schule kann die Angst wegnehmen, der baut Vertrauen auf. Er kann die Eltern dort holen, wo sie gerade stehen, sie aktiv machen, sodass sie an das schulische und kulturelle Leben des eigenen Kindes also auch teilzunehmen und mitzuwirken. Nicolina Doeva ist nicht nur Übersetzerin für die Eltern der Jungbusch-Schüler. Sie kommt selbst aus Bulgarien und kennt die kulturellen Unterschiede, mit denen die Eltern konfrontiert sind. Sie kann ihnen das deutsche Schulsystem näher bringen, ist Ansprechpartner für alle Fragen. Und die Arbeit zahlt sich aus. Ich bin sehr froh, dass sie hier an der Schule ist. Wenn es sie nicht gäbe, wäre es für mich sehr schwierig. Wir sprechen kein Deutsch und das war das Schwierigste. Deswegen brauche ich Unterstützung. Mit ihr fühlen wir uns sicherer. Das Projekt soll 2 Jahre laufen und ist eine Kooperation zwischen der Stadt Mannheim, BSF und der Abendakademie. Ziel ist es, die Eltern aktiv an der Schularbeit zu beteiligen. Und schon jetzt zeigt sich, der Bedarf ist groß. Die Stadt zieht daher eine positive Bilanz. Wir haben tatsächlich auch schon mehr Eltern erreicht gehabt, die wie geplant. Wir sind mit dem Verlauf bis hierher sehr zufrieden. Die Stadt hat 6 Mannheimer Grundschulen ausgewählt, an denen die interkulturellen Sprachmittler eingesetzt werden. Die Auswahl der Schulen war kein Zufall. Sie alle befinden sich laut Stadt in sozialstrukturell auffälligen Stadtteilen. Auch die Jungbusch-Schule gehört dazu. Schulleiterin Ursula Krämer ist dankbar für das Projekt. Das ist eine riesengroße Entlastung. Das ist genau das, was Schule braucht. Schule in einem Gebiet wie unsere, hier im Jungbusch, wo 100% Migrationshintergrund ist, wo Zweitsprache Deutsch ist, ist die Notwendigkeit einer Sprachmittlerin sehr, sehr groß. Sprache ist halt der erste Schritt. Wenn Sie uns verstehen, verstehen Sie auch die Notwendigkeit von Schule. In Nicolina Doeva haben die Eltern eine Ansprechpartnerin nicht nur für schulische Fragen gefunden. Sie können ihre Kinder jetzt besser unterstützen und motivieren, ein wichtiger Grundstein für bessere Bildungschancen.